erstmal freue ich mich, weil der Ken ist ein Freund. Wir haben zusammen gearbeitet, der hat den Coming In mitgespielt. Und ich finde das wahnsinnig toll, weil ich weiß, dass der Ken über das Schauspiel hinaus einfach ein unglaublich kreativer Mensch ist. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er es geschafft hat, hier seinen Film. Er hat ja schon kleinere Arbeiten, Regiearbeiten auch gemacht. Aber dass er jetzt geschafft hat, irgendwie einen abendfüllenden Spielfilm mit Tom Lascia, der auch noch ein sehr guter Freund ist, von mir zu machen. Von daher bin ich erstmal auf meine zwei Freunde auf der Leinwand gespannt. Und es ist einfach ein ganz, ganz handwerklich ganz toll gemachter Film, großartige Schauspieler und ein sehr intelligentes Buch, was Ken da geschrieben hat. Und in jeder Hinsicht ein sehr lohnenswerter Film. Wie gesagt, ich freue mich gerade einfach nur so. Es ist eine Euphorie, die gerade da ist. Habe ich gerade auch schon gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen das eigene Babyland laufen. Und dann ist es einem, glaube ich, in erster Linie scheißegal, ob jemand das Baby hässlich findet, sondern man freut sich einfach darüber und so fühlt es sich gerade an. Ja, na klar, und das ist natürlich was Besonderes, wenn ein Film bei einem Filmfestival Premiere hat. Und in so einem Rahmen, in München ist immer eine tolle Atmosphäre. Ich komme eigentlich jedes Jahr her, wenn es geht, und deswegen ist es eigentlich mein Lieblingsfestival. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß bei Berlin Vorlesen.